Was mich am meisten fasziniert, ist der Natur eines ihrer vielen kleinen Geheimnisse abzuringen. Das gelingt natürlich selten. Dazu ist sehr viel Schweiß und harte Arbeit notwendig. Aber wenn es gelingt, dann entschädigt es für alles. Ich bin Patrick Kramer. Ich erforsche am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen die Transkription, den Prozess, der das Erbgut zum Leben erweckt. In jeder Zelle unseres Körpers gibt es einen Zellkern. Und in diesem Zellkern befindet sich immer das gesamte Erbgut des Menschen. Nun ist es so, dass in den unterschiedlichen Zelltypen verschiedene Gene aktiv sind. Und der Prozess, der uns am meisten interessiert, ist genau diese Frage: Wie funktionieren die Schalter im Zellkern, die sicherstellen, dass nur bestimmte Gene zu einer bestimmten Zeit und in einem bestimmten Zelltyp aktiv sind? Das sieht man sehr schön. Diese Moleküle, die Gene ab- und anschalten, bewirken letztlich, dass die RNA-Polymerase aktiv wird. Die RNA-Polymerase ist ein Enzym, welches DNA entwinden kann und so an die Information, die im Gen gespeichert ist, herankommt. Und mit Hilfe dieser Information erstellt sie eine Kopie des Gens in Form eines RNA-Moleküls. Und diese RNA dient dann als Botenstoff für die Herstellung von Eiweißen. Ja, wir sehen jetzt hier eine menschliche Zelle. Ich finde es immer noch absolut faszinierend, dass wir dem Leben zuschauen können. Natürlich hat man hier jetzt im Lichtmikroskop noch nicht die atomare Auflösung, aber wir sehen, wie die einzelnen Komponenten angeordnet sind. Und später, mit Hilfe des Elektronenmikroskops, dringen wir dann in die Details ein. Ich habe eigentlich schon während der Schulzeit gemerkt, dass mich die Naturwissenschaften sehr interessieren. Meine Eltern haben das dann gefördert, indem sie mir zu Weihnachten mal so einen Chemiekasten geschenkt haben. Ich habe dann versucht, Experimente durchzuführen. Es war dann aber so, dass sehr schnell klar wurde, dass mich zwar Moleküle faszinieren, aber vor allem die Moleküle in lebenden Systemen. Und so kam ich dann von der Chemie zur Strukturbiologie, die sich mit den Molekülen des Lebens beschäftigt, und zwar vor allem mit deren dreidimensionaler Struktur. Es gibt einen einfachen Spruch: Form follows function. Die Gestalt des Moleküls erklärt in der Regel, warum ein bestimmter Lebensprozess wie abläuft. Ich war 30 Jahre alt und ging nach Stanford in Silicon Valley nach Kalifornien und hatte dort auch hervorragende Möglichkeiten zu forschen mit Roger Kornberg, der dann einige Jahre später auch den Nobelpreis für Chemie erhalten hat. Ich erinnere mich an einen ganz faszinierenden, eindrücklichen Moment. Und zwar war ich eines Nachts am Synchrotron arbeiten und habe da Messzeit gehabt, als ich anhand meiner neuen Messdaten, die ich in der Nacht gesammelt hatte, zum ersten Mal gesehen habe, dass es möglich sein wird, die Struktur der RNA-Polymerase zu lösen. Und ich weiß noch, wie ich in dem Moment aufgesprungen bin und mich einfach so spontan gefreut habe, weil ich wusste, ich muss zwar jetzt noch hart arbeiten, aber es gibt kein prinzipielles Problem mehr, warum wir diese Nuss nicht knacken können. Und dann bin ich rausgegangen und bin ein Stück vorgegangen und konnte dann runtersehen über das Silicon Valley, wie die Sonne aufgeht. Und es war einfach ein faszinierender Moment, weil ich wusste, das wird mein Leben verändern. Das wird eine ganz wichtige Arbeit. Viele werden sich für interessieren und es wird die Biologie einfach voranbringen. Die RNA-Polymerase ist nur etwa 10 bis 20 Nanometer groß. Also zum Vergleich, ein Nanometer verhält sich zu einem Meter wie ein Tennisball zum Erdball. Um diese RNA-Polymerase sichtbar zu machen, müssen wir zunächst hunderte von Liter von Zellkultur herstellen und aus diesen Zellen die RNA-Polymerase herausreinigen. Diese gereinigte Polymerase bringen wir dann auf einen Probenhalter auf, ein sogenanntes Grid.
Bei der normalen Körpertemperatur von 37 Grad sind die Moleküle alle sehr flexibel. Wir müssen deswegen die Moleküle schockgefrieren. Und nur so gelingt es, dass wir uns die einzelnen Polymerase-Moleküle unter dem Elektronenmikroskop anschauen. Zunächst sammeln wir viele, viele Bilder der RNA-Polymerase. Also wir reden hier von Millionen von Bildern. Und diese Bilder zeigen die RNA-Polymerase dann aus unterschiedlicher Perspektive. Der nächste Schritt ist jetzt die Prozessierung dieser elektronenmikroskopischen Daten. Im Computer können wir jetzt die dreidimensionale Struktur rekonstruieren aus dieser Vielzahl der Bilder, die die Polymerase aus unterschiedlicher Perspektive zeigen. Der letzte Schritt ist jetzt, ein atomares Molekülmodell in die erhaltene dreidimensionale Rekonstruktion der Polymerase einzubauen. Hier ist es sehr wichtig, dass man die Chemie des Moleküls versteht, denn es gilt letztlich, jedes Atom an die richtige Stelle zu setzen und jeden Bindungswinkel und jede Bindungslänge richtig zu modellieren. Und was jetzt folgt, und das ist eigentlich die Hauptaufgabe des Labors in diesen Jahren, dass wir verschiedenste Schnappschüsse der Maschinerie einfangen müssen. Und erst wenn wir all diese Schnappschüsse haben, können wir einen Film generieren, wo dieser Grundprozess des Lebens dann sichtbar wird. Ja, hier sehen wir jetzt das Ergebnis unserer jahrelangen Bemühungen. Und zwar handelt es sich hier nicht um eine Animation, kein Science-Fiction, sondern einen realen Film, wie dieser Kopiervorgang der Transkription unserer Gene tatsächlich in atomarem Detail abläuft. In einem letzten Schritt überprüfen wir dann die Richtigkeit unserer Strukturmodelle in lebenden Zellen. Also meine Hauptaufgabe ist nach wie vor die Grundlagenforschung, aber ich fühle auch eine große Verantwortung, mich zu engagieren für die Community insgesamt. Was sind die Bedingungen, die Spitzenforschung ermöglichen und gleichzeitig diese menschliche Seite nicht vernachlässigen? Forschung wird von Menschen gemacht. Menschen wollen sich wohlfühlen, die wollen gerne zur Arbeit gehen und sie wollen auch andere Dinge tun mit ihrem Leben und nicht nur arbeiten. In dem Zusammenhang bin ich sehr glücklich, an einem Institut zu sein, welches auf einem sehr guten Weg ist. Wir haben also gerade unsere neue Kita eingeweiht mit über 100 Plätzen, sodass es jetzt möglich ist, Beruf und Familie zu verbinden. Ich glaube, es ist unendlich wichtig zu realisieren, dass viele große Durchbrüche aus der Grundlagenforschung kamen und eben nicht zielgerichtet entwickelt wurden. Das heißt, es wird auch in Zukunft ungeheuer wichtig sein, den Spieltrieb und die Neugier der Menschen zu fördern. Denn so entstehen neue Ideen und so machen wir die großen neuen Entdeckungen. Wir finden also Dinge, die wir gar nicht gesucht haben.